Hi zusammen! Heute habe ich euch eine Frühlingsdekoration vorbereitet mit einem bepflanzten Körbchen und einer Solarlampe und ich würde euch sehr gern zeigen, wie das geht. So, ich werde anfangen, hier Nägel reinzumachen auf das Tablett und werde die Weide drumherum flechten. Ich habe hier auch schon so ein kleines bepflanztes Körbchen fertig gemacht und habe hier so drei Varianten mal ausgesucht, was man noch dazu stellen kann. Sieht eigentlich alles ganz schön aus, das ist dann Geschmackssache. Ich habe mich jetzt für die Lampe entschieden. So, ich habe hier jetzt die Weide drum geschlungen und ich werde es noch ein bisschen mit Rosmarin auffüllen für den Duft und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig.